Auf ihrer Rückreise aus dem Irak haben US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania US-Soldaten im deutschen Ramstein besucht. Den Überraschungsbesuch bei den US-Truppen im Irak hatte Trump dazu genutzt, um seine umstrittene Entscheidung für den angekündigten Abzug aus Syrien zu verteidigen. Ich habe von Anfang an klargemacht, dass unsere Mission in Syrien darin besteht, der Terrormiliz IS ihre Hochburgen zu nehmen. Wir sind nicht für den Staatsaufbau zuständig. Der Wiederaufbau Syriens erfordert eine politische Lösung. Und die sollte von den sehr reichen Nachbarländern Syriens geleistet werden, nicht von den Vereinigten Staaten. Lasst sie dafür bezahlen. Und das werden sie auch. Das werden sie. Es war der bislang erste Truppenbesuch Trumps in einer Kampfzone. Die USA verfügen immer noch über 5000 Soldaten im Irak, um die Regierung in ihrem Kampf gegen die Terrormiliz IS zu unterstützen. Trump sagte, die USA hätten keine Pläne, sich auch aus dem Irak zurückzuziehen.